Heute werde ich zeigen, wie ihr ein ganz simples Menü mit einem Exit, Play und Graphic Button machen könnt. Dazu brauchen wir zuerst mal ein normales Blueprint, also Rechtsklick, dann auf Blueprint und dann auf Actor. Jetzt geben wir dem einen Namen, so einfach zum Beispiel Menü, und dann öffnen wir das mal. Gut, jetzt braucht ihr zuerst mal diese Buttons hier, einen 1er Button, einen 4er Button, einen Back Button, einen Exit Button, einen Graphic Button, einen Play Button und einen Shadow Button. Das hier sind alle Static Meshes, weil wir das ohne HUD machen. Also das Menü, was wir jetzt machen, ist einfach ohne HUD-Elemente. Also wir verwenden echte Meshes dazu, welche dann auch die Events auslösen. Und dazu eben habe ich diese Meshes hier gemacht. Ihr könnt natürlich noch mehr verwenden, zum Beispiel einen 1, 2, 3 und 4 Button. Oder auch einen, ja, Lightning Button oder irgendetwas anderes. Aber ich verwende jetzt einfach mal nur diese 7 Buttons. Gut, jetzt in dem Blueprint, unter dem Component Tab, müsst ihr auf Rule klicken, dann auf Add Component und dann auf Audio. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel die Menümusik einfügen, aber ich lasse es jetzt einfach mal so. Jetzt fügt ihr eben eure Buttons hinzu. Also ich drag und drop den einfach mal hier rein. Dann noch den hier, und diesen hier und den. Gut, nämlich in diesem Component Tab können wir jetzt eben unser Menü gestalten. Also hier können wir die Buttons herumschieben, einen Hintergrund hinzufügen, ein Partikelsystem irgendwo platzieren oder andere Sachen machen. Aber wie gesagt, ich bleibe jetzt bei einer simplen und basic Aufreihung, weil sonst wird das zu komplex. Also ich bewege jetzt einfach mit diesem Play-Button hier rauf. Dann nehme ich den Exit-Button. Den mache ich auch hier rauf. Dann nehme ich den Graphic-Settings-Button. Und den nehme ich auch hier rauf. Gut. Der Shadow-Button, der Back-Button und der 1 und 4-Button, die werden eben in einer zweiten Ebene von unserem Menü angezeigt. Aber die müsst ihr trotzdem in diesem Component-Tab platzieren. Dazu gebe ich den hier einfach mal hier drauf. Ein bisschen unterskalieren. Und der wird einfach mal hier raufgelegt. Dann nehme ich hier den 1er. Den platziere ich hier rauf. Dann natürlich noch den 4er. Den platziere ich hier hin. Dann noch den Back-Button. Der wird ganz klein hier unten platziert. Und dann müsst ihr den Graphic-Button nochmal kopieren. Weil wir wollen ja über diesem Ding hier eine Überschrift haben in unserer zweiten Ebene. Dazu gehen wir auf Copy. Und dann auf Paste. Und den schieben wir jetzt einfach mal hier rauf. So wird jetzt mein einfaches Menü eigentlich aussehen. Jetzt können wir eben bei dem Graph weitermachen. Dazu müssen wir unserem Static Meshes zuerst mal einen Namen geben. Das hier zum Beispiel nenne ich einfach mal, sagen wir Button 1. Das hier Button 4. Das hier wird unser Back Button. Dann natürlich Exit. Das wird unser Graphic Main. Das Shadow. Der Play Button. Und das wird unser einfach nur Graphic Button. Gut. Jetzt markiert ihr einfach mal den Play Button. Geht hier unten auf Event. Und dann fügt ihr ein Unclicked Event hinzu. Gut. Mit diesem Play Button wollen wir jetzt eben ein Level laden. Also sobald wir auf diesen Button hier klicken, sollte irgendein anderes Level geladen werden. Dazu macht ihr einen Rechtsklick. Dann gebt ihr ein Open und dann addet ihr ein Open Level Node. Das verbindet jetzt mit dem On-Click Play. Und hier bei Level Name müsst ihr jetzt eben einen Namen eingeben. Also hier müsst ihr euren ganz genauen Namen von eurem Level eingeben. Also ich gehe jetzt hier auf Open und ich nehme jetzt einfach mal Example Map. Und das füge ich hier hinein. Wenn wir jetzt auf diesen Button hier klicken, also auf den Play Button, öffnet es uns dieses Level hier. Jetzt gehen wir zurück auf Component. Hier klicken wir auf Exit und dann machen wir dasselbe mit dem Exit-Button. Also hier auf Add Event, dann auf OnClicked und dieses Mal wollen wir unser Spiel beenden. Also geben wir hier ein Quit und verbinden es mit dem Quit-Game. Jetzt wenn wir den Exit-Button klicken, geht es uns aus dem Spiel hier raus. Gut, jetzt wollen wir noch den Graphic-Button. Hier machen wir dasselbe, diesmal den Graphic-Main-Button. Nicht den Graphic-Button, sondern einfach den Graphic-Main-Button nehmen und dann bei Events einfach auf OnClick klicken. Mit diesem Button hier, wenn wir jetzt diese zwei Buttons hier ausblenden und die anderen einblenden. Dazu brauchen wir jetzt eben einen Toggle Visibility Node. Dazu gehen wir hier bei den Actors auf unseren Play Button, geben den ins Level hinein und dann geben wir einfach mal Toggle und dann einen Toggle Visibility. Und bei diesem Target hier müssen wir jetzt eben den Play Button verbinden, den Graphic Main Button und den Exit Button.
Jetzt brauchen wir noch ein Toggle Visibility Event und diesmal mit Button 1. Dann wieder raus tun, dann Toggle eingeben und Toggle Visibility. Und mit dem hier blenden wir jetzt eben den Button 1, Button 4, den Back Button, Graphic Button und den Shadow Button ein. Also Graphic Button hinzufügen und verbinden. Dann Shadow Button hinzufügen und verbinden. Und dasselbe mit Button 4 und Back. Jetzt kopieren wir das mal und fügen es nochmal ein und platzieren es hier hinauf. Jetzt machen wir hier einen Rechtsklick, dann gibt ihr Event ein und jetzt fügt ihr einen Event Begin Play ein. Und das verbindet ihr mit dem Toggle Visibility. Also wenn das Spiel jetzt anfängt, versteckt es uns einfach diese Buttons hier. Also die werden wir dann jetzt am Anfang des Spiels nicht sehen. Und hier unten, sobald wir auf Graphic Main Button klicken, sollte es uns eben diese hier wieder einblenden. Und diese hier, also diesen Play, Graphic Main und Exit Button, ausblenden. Also wenn wir jetzt hier auf den Graphic Main Button klicken, blendet es uns diese Buttons hier ein und diese hier aus. Jetzt gehen wir zurück zu den Components. Hier klicken wir auf Back und machen dasselbe mit dem Back Button. Also hier auf Event, onklickt. Und dieses Mal, wenn wir Back klicken, wollen wir eben diese hier wieder ausblenden und diese hier einblenden. Dazu nehmen wir einfach diesen Link hier und verbinden es mit diesem Toggle Visibility. Das war's jetzt eigentlich schon. Jetzt müssen wir nur noch die Graphic Settings verändern. Dazu gehen wir auf Component, markieren Button 1 und Button 4 und machen dasselbe mit diesen Buttons hier. Also auf Event gehen, dann auf OnClick klicken. Und dieses Mal brauchen wir einen Console Command. Also Rechtsklick machen, dann hier eingeben Console und einen Execute Console Command hinzufügen. Den kopieren und dann den hier mit dem verbinden und das mit dem. Gut, jetzt in dem Command-Linie müssen wir eben einen Command eingeben, der dann unsere Qualität, zum Beispiel der Schatten, der Objekte oder alles andere verändert. In meinem Fall will ich jetzt eben die Qualität der Schatten verringern. Dazu gebe ich hier bei Command beim ersten einfach mal sg.shadowQuality und dann 1 ein. 1 ist die schlechteste Qualität. Dann kopiere ich den hier, füge den hier unten ein und dann gebe ich hier auf 4. Das ist die beste Qualität. Und das war's jetzt eigentlich schon. Jetzt müssen wir nur noch ein paar andere Sachen außerhalb dieses Blueprints machen. Also einfach Compile gehen und dann auf Save. So, jetzt müsst ihr noch einen Rechtsklick machen, dann hier auf Blueprint gehen und hier oben einfach mal Pawn eingeben. Pawn auswählen und auf Select gehen und hier einfach mal Pawn eingeben. Dann macht ihr noch einen Rechtsklick, dann auf Blueprint, diesmal Player, klickt ihr auf Player Controller, Select und dann hier einen Player Control Name eingeben. Jetzt öffnet ihr den Player Controller, geht unter Defaults rein und dann aktiviert ihr hier alle 5 Events hier. Also Show Mouse Cursor, Enable Click Event, Enable Touch Event, dann Enable Mouse Over Event und dann Enable Touch Over Event. Dann geht auf Compile und auf Save. Jetzt noch einen Rechtsklick machen, Blueprint, dann Game eingeben und hier den Game Mode auswählen, selektieren und einfach mal Game eingeben. Und dann noch einen Rechtsklick, nochmal auf Blueprint, dann HUD eingeben, dann das HUD hinzufügen, sagen wir HUD nennen wir es, einen Doppelklick drauf machen und in den Default Tab müsst ihr das Suppress Native HUD aktivieren und Compile und Save. Jetzt müssen wir uns den Game Mode öffnen, dann wieder auf Defaults gehen und hier müssen wir jetzt eben die Sachen, die wir gerade erstellt haben, hinzufügen. Also bei Default Pawn Class wähle ich einfach meinen Pawn aus, dann HUD Class mein HUD, dann Player Control Class mein Player Controller. Und die letzten zwei hier können wir einfach so lassen, wie sie sind. Auf Compile gehen und auf Save. Gut, jetzt müssen wir eine neue Map öffnen. Also File, New, Default. Und hier können wir jetzt eben unser Menü platzieren. Also einfach hineindragen. Dann füge ich hier jetzt noch ein Licht hinzu und bilde das mal. Jetzt müssen wir hier auf World Settings gehen und unter dem Game Mode müssen wir unseren Game Mode auswählen. Und neben dem Player Start gibt jetzt unsere Kamerahöhe eigentlich an. Also hier gehen wir hier rauf und platzieren es genau vor unser Menü. Gut, das war's jetzt eigentlich. Probieren wir es mal aus. Also auf Play gehen. Wie ihr sehen könnt, wir können uns nicht bewegen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Exit gehen, dann gehen wir aus dem Spiel raus. Wenn wir zum Beispiel auf Graphic Settings gehen, kommt das Graphic Settings Menü, dann können wir hier den Shadow auf einstellen. Und wie ihr sehen könnt, wird unsere Schattenqualität sehr schlecht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf 4 gehen, wird sie ziemlich gut. Dann können wir zum Beispiel auf Back oder zum Beispiel auf Play gehen und dann ladet es uns unser Level. Ja, das war's eigentlich. Das ist wie man ein ganz simples Menü in Unreal Engine erstellen kann. Natürlich könnt ihr noch einen Hintergrund hinzufügen, irgendwelche Partikeleffekte oder solches Zeug, aber ich lasse es jetzt einfach mal bei den simplen Sachen.
Und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.